Leute, zu Crimex hier, was geht, Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf die 10 größten Fehler in berühmten Filmen reagieren. Das Video ist von dem Ehrenkanal Weiße Eule. Ich bin sehr gespannt, Leute, auf die Filmfehler. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt meine anderen Kanäle noch aus. iCrimex den Hauptkanal und King Crimex den Streamerlights-Kanal. Und ab geht's mit dem Video, Leute. Let's go. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Ich glaube, jeder mag Filme. Ja. Jedes Jahr kommen eine Menge Filme heraus, in die Millionen von Und ich gönne mir übrigens gerade noch einen Proteincheck, weil ich war gerade beim Sport. Dollar gesteckt also werden. Nicht, einen Film zu machen braucht viel Zeit und es ist überraschend, dass es immer noch Fehler gibt, die die Zuschauer finden. Heute werde ich dir 10 der größten Fehler in berühmten Filmen zeigen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib immer einen Daumen hoch. Leute, ihr wisst Bescheid. Ich bin echt mal gespannt, was da. Also ich hoffe, dass da auch so richtige so AAA-Filme dabei sind, wo so richtig die Produktion hunderte Millionen gekostet hat. Und da sind so viele Leute, die dafür bezahlt werden, da drüber zu schauen. Und dann finden die trotzdem manche Fehler nicht. Also ich bin sehr gespannt, Leute. Nummer 10. Let's go. Die Bourne Identity ist ein 2002er Actionfilm mit Matt Damon in der Hauptrolle. Kenn ich auch. Die originale Bourne-Trilogie wurde weltweit gut aufgenommen und wurde im Gegensatz zu anderen Action-Thrillern größtenteils in Europa gedreht. Auch die Kameraführung ist sehr gut und es gibt viel Action zu sehen. In diesem Film spielt Matt Damon Jason Bourne, einen Mann, der an Amnesie leidet und versucht, seine wahre Identität zu entdecken. In einer der Szenen, in denen Jason Bourne an Land kommt, geht er auf die Stadt zu. In diesem Moment kommt ein Tuk-Tuk herein und Jason Bourne verschwindet aus dem Nichts. Wenn du genau hinsiehst, kannst du sehen, dass Matt Damon hinter das Tuk-Tuk taucht und daneben läuft. Das sieht man an seinem roten Mantel und den Füßen, die deutlich unter dem Tuk-Tuk zu sehen sind. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Die Filmemacher hätten diese Szene besser machen können. Aber sie will. Warte mal, Leute, habt ihr das gerade gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Ja gut, man kann ja auch einfach mit einem Schnitt arbeiten, dass er dann weg ist, ne? Füßen, die deutlich unter dem Tuk-Tuk zu sehen sind. Ah, hier sieht man ihn. Ja, das hätte man, ey, also, hä? Voll, was, hä? Voll bummimäßig. Das ist voll der krasse Film und die hätten da einfach einen Cut machen können, so. Hä? Die Filmemacher hätten diese Szene besser machen können. Aber sie wählten den altmodischen Weg. Ja, oldschool. Nummer 9. Oder die wollten das vielleicht sogar auch, dass man das ein bisschen so sieht, um zu zeigen, was das für ein krasser Typ ist, wie gut er so einmal so verschwinden kann, so, ne? Aber na, weiß man nicht. Star Wars Eine neue Hoffnung ist ein amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1900. Bro, ich glaube, jeder kennt Star Wars, oder? Also wer Star Wars nicht kennt, Digga, der lebt Real Talk hinter Mond. 1977. Bekannt als der erste Star Wars-Film, der gedreht wurde, wurde er von George Lucas inszeniert. In einer Szene am Ende des Films passiert eine lustige Sache, als Luke, Han und der Rest versuchen, Prinzessin Leia vor dem Todesstern zu retten. An diesem Punkt kommen mehrere Sturmtruppen herein und wenn man genau hinsieht, schlägt einer von ihnen mit dem Kopf gegen die Tür. Seit der Veröffentlichung von Star Wars sind mehrere Filme erschienen und es ist ein ikonischer Film geworden, der seiner Zeit voraus war. Anstatt dass der Regisseur den Fehler in der Szene änderte, entschied er sich, einen Soundeffekt und Dialoge in der späteren Version hinzuzufügen. Ja, ist halt cool. Die haben da irgendwie sogar so noch so eine lustige Szene draus gemacht. Das ist doch nice. Nummer 8. Das ist halt auch cool. Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist ein Film von 2002, der auf dem gleichnamigen Buch von J.K. Rowling basiert. Die Hauptrollen in diesem Film waren Daniel Radcliffe, der Harry Potter spielte. Habe ich auch erst neulich mit meiner Perle nochmal alle durchgeschaut, die Harry Potter Teile. Wirklich geil, muss man sagen. Emma Watson, die Hermine spielte und Rupert Grint, der Ron Weasley spielte. Die Harry Potter Serien sind sehr erfolgreich, aber auch in diesem Film gibt es Fehler. Draco Malfoy. In der Duellszene sehen wir Harry Potter gegen Draco Malfoys antreten. Nachdem Draco zu Boden fällt, schaltet die Kamera auf eine neue Einstellung um. Wie ihr sehen könnt, sind alle Augen auf Harry und Draco gerichtet. Du siehst auch mehrere Schüler und eine weitere Person auf der linken Seite des Bildschirms knien mit einer Kamera auf der Schulter. Nein. Ich bin mir sicher, dass dieser Kameramann nicht nach Hogwarts gegangen ist. Wie dieser Teil im Film gelandet ist, ist also sehr seltsam. Wahrscheinlich. Ey, ist aber auch keinem aufgefallen, ne? Sieht man kaum. Die haben die Produzenten, Cutter und sogar der Regisseur es nicht bemerkt. Überlegt euch das, wie viele Leute über so einen Film schauen, so ein richtiger AAA-Film, Millionen Budgets. Niemand sieht's. Krass. Aber hält jetzt auch nicht krass auf, ne? Also ist, weil es auch so eine dunkle Ecke da hinten ist. Oder sie hoffen, aber dass es niemand bemerken würde. Dürfte natürlich trotzdem nicht passieren, ne? Nummer 7. Jurassic Park ist ein Film von 1993 unter der Regie von Steven Spielberg.
Produziert von Universal Studios gilt der Film als einer der erfolgreichsten Science-Fiction-Abenteuerfilme aller Zeiten. Dieser Film war ein bedeutender Durchbruch für digitale Spezialeffekte und mit der Verwendung von Dinosauriermodellen war er seiner Zeit weit voraus. Die Geschichte handelt von einem Milliardär, dem es gelingt, auf einer Insel Dinosaurier aus ihrer DNA nachzubilden. Diese werden im Park als Attraktion benutzt, aber vor der offiziellen Eröffnung gerät die Sache völlig außer Kontrolle. In einer der Szenen jagen mehrere Velociraptoren die Kinder. Als einer der Velociraptoren hereinkommt, sieht man jemanden, der seinen Schwanz hält, damit der Dinosaurier im Gleichgewicht bleibt und nicht umfällt. Oh nein. Oh Nummer 6. Ja, aber krass, dass das kein animierter Dinosaurier war, sondern die das wirklich so eine Figur nachgebaut haben. Sah ja schon gut aus dafür, ne? Braveheart ist ein amerikanischer Film von 1995, der von Mel Gibson, der auch die Hauptrolle spielt, gedreht und produziert wurde. Das haben die doch auch mal bei South Park verarscht, dieses Braveheart. Wurde. Der Film basiert auf dem Leben des schottischen Helden William Wallace und es geht um einen Krieg zwischen den Engländern und den Schotten mit einem Angriff auf die englische Stadt York und blutigen Schlachten als Folge davon. Braveheart erhielt viel Kritik für den historischen Kontext, den der Film darstellt. Der Film hat jedoch sehr gute und realistische Kampfszenen. Aber es gibt auch eine Szene, in der ein Lieferwagen im Hintergrund steht, als der Charakter von Mel Gibson und seinen Männern zu Pferd in die Schlacht ziehen. Oh nein. Es ist anfangs schwer zu erkennen. Aber wenn du unten links schaust, siehst du einen weißen Lieferwagen, der am Straßenrand geparkt das ist. Das darf halt echt Trotz nicht passieren. Trotz dieses Fehlers hat Braveheart 5 Oscars gewonnen, darunter bester Film und beste Regie. Das ist halt Nummer in so einem mittelalterlichen Film, so ein Auto im Hintergrund. Ja, das ist halt schon ein dicker Fauxpas. Ja. 5. American Sniper ist ein amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2014 unter guter der Regie von Clint Eastwood. Die Geschichte basiert auf Schriften von US Navy SEAL Chris Kyle, in denen er Erinnerungen an Ereignisse erwähnt, die er erschaffen hat. Eine interessante Tatsache ist, dass Chris Kyle zugeschrieben wird, der tödlichste Schütze aller Zeiten in der Geschichte des US-Militärs zu sein. In einer der Szenen passiert jedoch etwas Lustiges, obwohl es ein ernster Film und keine Komödie ist. Sobald die Hauptrolle gespielt von Bradley Cooper ein Baby in seine Arme nimmt, sieht man, dass es eine Puppe ist. Anscheinend waren die Filmemacher nicht in der Lage, ein echtes Baby für die Szene zu verwenden. Also entschieden sie, dass eine Puppe gut genug war. Allerdings waren die Hände des Babys digital animiert, sich zu bewegen, aber man kann deutlich sehen, dass es eine Puppe ist. Weil der Schauspieler das auch weiß, versucht er die ganze Zeit, den Kopf von der Kamera fernzuhalten. Ja, das verstehe ich halt nicht. Weißt du, das ist so ein krasser, also wirklich auch ein richtig bekannter Film mit übelst viel Budget, Investoren, alles dahinter. Krasse Schauspieler, Bradley Cooper, weißt du, richtig Millionenbudgets, dass sie da dann nicht ein echtes Baby für die Szene organisiert kriegen. Ne? Ihr müsst ja auch wissen, für so, also ich glaube, viele von euch wissen das, für die, die es nicht wissen, bei so Filmen, es gibt, also sind ja auch immer Investoren dahinter. Man kann auch sein Geld in quasi Filme investieren, wenn man denkt, okay, das ist ein gutes Skript, ein gutes Drehbuch. Da sind ja auch wirklich immer Leute, die da Millionen Budgets reinstecken, so, die dann auch hoffen, dass der Film gut wird und dann sparen die da in so einer Szene mit einem Baby so. Also. Nummer 4. Wonder Woman ist ein amerikanischer Superheldenfilm aus dem Jahr 2017 unter der Regie von Patty Jenkins. Der Film basiert auf der DC Comics Figur Wonder Woman. Die Hauptrolle wird von der israelischen Gal Gadot gespielt. Die Geschichte handelt von Diana, Prinzessin des Amazonas, die mit ihrer Familie auf der Insel Themyscira lebt. Sie will Ares, den Gott des Krieges, aufhalten, um Millionen von Leben zu retten. Während dieser Mission erhält sie Hilfe von einigen von Steves Freunden. Leider gibt es auch in diesem Film eine Reihe von Fehlern. Wenn du in einer der Szenen hinter sie schaust, siehst du einen Mann, der auf einer Leiter in den Schützengräben steht und in der nächsten Einstellung ist er verschwunden. Auch ihre Stiefel sind glänzend und sauber, während sie auf dem schlammigen Boden steht. Ein weiteres kleines Detail, das ich gefunden habe, ist, dass Prinzessin Diana im Jahr 1918 lebte. Damals wurden Rasiermesser auch nicht von Frauen benutzt. Ja, gut, also das würde ich jetzt auch keinen Filmfehler nennen. Man muss ja nicht alles zeitgetreu machen. So, ich glaube, das will sich niemand anschauen, wie die da so einen riesen Busch unter den Armen hat. Da, ne? Auch wenn das vielleicht früher so war. Gladiator ist ein amerikanischer, britischer Film aus dem Jahr 2000, der in der Römerzeit spielt. Der Film wurde von Ridley Scott gedreht und die Geschichte des Films spielt im Jahr 180 nach Christus und ist inspiriert von Kaiser Commodus und seinem Vater Marcus Aurelius. Der Film wurde auch für 12 Oscars nominiert und gewann schließlich 5, darunter bester Film, bester Schauspieler und bester Ton.
Doch trotz dieser Auszeichnungen gab es Fehler im Film. Ah, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, da war irgendwo ein Flugzeug mal am Himmel zu sehen. Während der angespannten Schlacht im römischen Kolosseum fällt jemand vom Wagen. Als dies passiert, enthüllt er einen modernen Benzintank oder Luftkompressor, mit dem ein Rad aus dem Wagen geblasen wurde, damit es realistisch aussieht. Ein weiterer Fehler im Film ist, wenn Maximus seine Rede hält. Wenn du genau hinsiehst, siehst du auf der linken Seite der Leinwand ein paar Leute vom Filmteam, was sicherlich nicht beabsichtigt war. Hä? Als ob das niemand gesehen hat, dass da auf einmal eine mit den Jeans steht. Das war ja voll offensichtlich. Hä? Nummer 2. Krass. The Dark Knight ist ein Film unter der Regie von Christopher Nolan, der auf dem Charakter Batman basiert. Ey, das ist wirklich geil. Also, hier sind wirklich gute Filme in diesem Ranking. Filmen Batman ist mit dem Joker auf, der von Heath Ledger gespielt wird. The Dark Knight wird von vielen auch als einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten gesehen. Auf jeden Fall geisteskrank. Leider gibt es in diesem Film auch einen Fehler. Denn als Batman den Joker verhört, siehst du rechts an der Wand die Reflexion eines Kameramanns. Im Film The Dark Knight Rises sind noch weitere Fehler gefunden worden. In der Szene, in der Batman mit Catwoman gegen Banes Handlanger kämpft, seht ihr einen Stuntman, der sich fallen lässt. Ein weiterer Kampf ist noch seltsamer, denn der Bösewicht, der die Chance hat, Batman zu erschießen, sieht sich um und beschließt, rückwärts zu fliehen oder so zu tun, als wäre er getroffen worden. Ja, okay. Nummer 1. Das darf auch nicht sein. Pirates of the Caribbean, Fluch der schwarzen Perle, ist ein amerikanischer Fantasy-Film unter der Regie von Gore Verbinski und veröffentlicht von Walt Disney Pictures im Jahr 2003. Der Film spielt in der Karibik zwischen 1730 und 1750 und basiert auf der Attraktion Pirates of the Caribbean, die in den Disney-Parks zu sehen ist. In der Hauptrolle haben wir Johnny Depp, der einen berüchtigten Piraten namens Jack Sparrow spielt. Jack ist der Captain des Schiffes The Black Pearl und in einer Szene am Ende des Films sehen wir plötzlich einen Mann im Hintergrund stehen, der dort nicht hingehört. Der Mann sieht modern aus, mit Cowboyhut, weißem T-Shirt und Sonnenbrille mit Blick auf das Meer. Dies ist nur für ein paar Frames zu sehen, aber aufmerksame Zuschauer haben es geschafft, diesen Fehler zu erkennen, der dem Regisseur und den Cuttern wahrscheinlich entgangen ist. Der Erfolg des Films führte jedoch zu 4 weiteren Filmen. Was war deiner Meinung nach der größte... Ja, waren auf jeden Fall gute Dinger hier. Was war eurer Meinung nach der größte Fehler? Ich fand das bei Braveheart, ich habe den Film zwar nie geschaut, aber mit dem Auto im Hintergrund, bei so einem mittelalterlichen Film, das ist schon so ein dicker Fehler gewesen, glaube ich. Was war eurer Meinung nach der größte Fehler? Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis dann. Haut rein, Leute, euer Crimex.